Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der SG BBM Bietigheim. Zur Halbzeit stand es 21:14, Endstand der Partie 35:25. Das Ganze vor 3.983 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Das erste Statement zum Spiel, wie immer traditionell vom Gästecoach, den ich damit auch recht herzlich begrüße. Hartmut Meierhofer, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Guten Abend, Glückwunsch zum Sieg. Für uns relativ einfach umrissen, sehr gute erste 15 Minuten, sehr gute letzte 15 bzw. 20 Minuten. Dazwischen war unsere Fehlerquote deutlich zu hoch, gerade nach der Anfangsviertelstunde, wo wir dann viele technische Fehler hatten und letztendlich dann die Stärke von den Rhein-Neckar-Löwen zum Tragen gekommen ist mit den einfachen Gegenstoßtoren. Und das ist einfach tödlich gegen so einen Gegner. Für uns war es dann letztendlich wichtig, nachdem der Abstand relativ deutlich war, weiter zu kämpfen, weiter trotzdem im Spiel zu bleiben. Und das hat meine Mannschaft zum Schluss dann wirklich sehr, sehr gut gemacht. Danke. Vielen Dank. Dann bitte das Statement vom Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim, von Timo Schön. Ja, ich glaube, der Meierhofer hat schon gesagt, also letztendlich haben wir einfach zu viel Fehler gemacht in der ersten Halbzeit. Was das Positive heute war, dass wir über 60 Minuten gekämpft haben, dass wir uns auch nochmal rangekämpft haben in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, das ist einfach auch das Wichtige, wo wir darauf aufbauen können, jetzt für das nächste Spiel am Samstag gegen Gummersbach, dass wir da anknüpfen wollen, einfach an den positiven Dingen, die mitnehmen, und dass wir da am Samstag dann einfach wieder eine gute Leistung abliefern und daheim dann gegen Gummersbach dann die 2 Punkte auch gerne holen wollen. Vielen Dank, Timo Schön. Dann, Nikolai, würde ich dich gerne um dein Statement zum Spiel bitten heute. Ja, guten Abend. Ja, ich bin ja eigentlich mit sehr vielen Dingen zufrieden. Ich war so ein bisschen, ich wusste nicht richtig, wo wir in Abwehr standen, auch nach der Verletzung von Guardiola. Ich muss Kneer und Kim Ekdahl ein Riesenlob heute bringen. Kneer hat die 5-1 sehr gut gedeckt. Wir hatten eigentlich in der ersten Halbzeit, wenn wir 6 gegen 6 gespielt hatten, nicht so große Probleme. Bietigheim hat eher über Tore, über zweite Welle oder nach Freiwürfe Tore gemacht. Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, vorne mit viel Tempo, viel Druck. Und dann haben wir zweite Halbzeit das sehr gut im Anfang gemacht, stand gut in Abwehr. Niklas hat gut gehalten, viele Gegenstoße gelaufen. Und dann zum Schluss haben ich dann auch einige Spieler geschont. Ich könnte Kim ganze zweite Halbzeit schonen, weil es ist ein sehr hartes Programm, das was uns jetzt zukommt. Und es geht ja um ein ganz wichtiges Spiel Samstag und Mittwoch auch noch. So, es war gut für uns, dass wir auch Spieler schonen können. Aber die letzten 6-7 Minuten haben wir zu unkonzentriert gespielt. Aber es ist nicht leicht, wenn man hoch führt. Und dann weiß ich, dass alle jetzt über Torverhältnis sprechen will. Aber da soll man jetzt erstmal in Ruhe bleiben. Und wir sind froh, dass wir über 52 Minuten sehr gut gespielt hat in neue Aufstellung. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dafür gehe ich auch zuversichtlich in die nächste Spiele rein. Danke. Dankeschön, Nikolai. Unser Geschäftsführer Lars Lamadé mit dem nächsten Statement, bitte. Ja, schönen guten Abend. Prinzipiell muss man natürlich zufrieden sein, wenn man das Spiel so deutlich gewinnt. Klar, nichtsdestotrotz haben wir aus meiner Sicht noch ein paar Unkonzentriertheiten gehabt, gerade bei ein paar Tempogegenstöße oder auch mal vorne ärgerlich nochmal den Ball verloren. Von daher denke ich, ein paar Tore mehr wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, hätte man machen können, aber in Summe, so wie der Nikolai gesagt hat, wenn man dann so deutlich gewinnt und auch mal einige der Stammkräfte, die jetzt ja wirklich ein großes, hartes Programm gehabt haben und auch die nächsten Wochen noch vor sich haben, mal eine Pause gönnen konnte, denke ich, war das gut, dass auch mal unsere jungen Spieler reingekommen sind. Gerade in der ersten Halbzeit Harald Reinkind, denke ich, hat im Angriff ein paar sehr schöne Aktionen gehabt. Von daher muss man summa summarum natürlich zufrieden sein. Für mich jetzt noch ein paar Tore mehr sein können, aber Nikolai hat ja gesagt, das Wichtigste sind erst einmal die Punkte und von daher sind wir sehr zufrieden. Dankeschön, Lars. Gibt es Fragen von Ihnen?
Nicht, dass ich jetzt einen überraschten Eindruck mache, aber das Mikrofon kommt von links. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Meyerhofer. Was kann man denn, wenn man gegen so einen Gegner spielt, was zieht ihr daraus? Was habt ihr heute gelernt? Ähnlich wie auch gegen Kiel, in dem Moment, wo wir geduldig und konzeptionell spielen, so wie wir es eigentlich in der Schlussphase gemacht haben, dem Gegner wenig Möglichkeiten geben, über die Gegenstöße zu einfachen Toren zu kommen. Und das haben wir letztendlich im zweiten Teil der ersten Halbzeit nicht gemacht. Aber das hat uns letztendlich gezeigt, wie wir erfolgreich spielen können. Und das ist auch der Punkt, den wir mitnehmen müssen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal der Hinweis darauf, dass es noch Restkarten gibt für das Spiel am Samstag gegen die SG Flensburg-Handewitt sowie auch für das Spiel gegen Kiel in der kommenden Woche im DHB-Pokal. Und ansonsten wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise und alles Gute für den Abstiegskampf und Ihnen natürlich eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Samstag. Dankeschön. Tschüss.